Ihr Stellenwert fürs Team groß, ihre Bedeutung jedoch oft unterschätzt. Ihr Spielstil vielleicht unauffällig, aber essentiell für den Erfolg. Wer läuft in seinem Team unter dem Radar? Wer sind die unterschätzten Spieler der Bundesliga-Teams? Unterschätzt sind oft nicht nur Spieler, die regelmäßig auf dem Platz stehen, sondern auch diejenigen, die in der Not einspringen. Philipp Pentke, Ersatztorwart der TSG Hoffenheim, vor der Saison wohl nur wenigen bekannt. Anfang 2020 hat er sich in Fußball Deutschland einen Namen gemacht. Wie wichtig die Nummer 2 allerdings für den Verein und diese Mannschaft ist, hat sich Anfang des Jahres erwiesen, als die Nummer 1 Oliver Baumann sich verletzt hatte und Philipp Pentke für 4 Spiele einspringen musste. Obwohl es die ersten Bundesligaspiele waren für den 34-Jährigen, hat er das souverän gemeistert, sich nahtlos eingefügt in dieses Niveau. Herausragend seine Leistung beim 2:1-Sieg der TSG gegen Bayer Leverkusen. Mindestens genauso wichtig wie sein sportlicher Wert als Nummer 2, Pentke ist ein absoluter Teamplayer. Noch bemerkenswerter fand ich, wie selbstverständlich und ohne Murren und ohne Eitelkeiten er sich danach wieder ins zweite Glied zurückgefunden hat. Für ein funktionierendes Team ist es extrem wichtig, einen Ersatztorhüter zu haben, auf dem Niveau, der diese Rolle so annimmt und auch im Training das Niveau hochhält, dauerhaft. Insofern ist Pentke für mich ein stiller Held der TSG. Die menschlichen Vorbilder einer Mannschaft stehen eben nicht zwingend immer auf dem Platz. Philipp Pentke, der stille Held der TSG Hoffenheim.